2. Jungs, ihr saht mir im Vorfeld etwas angespannt an. Wie viel Druck fällt ab, wenn so ein erster World Cup erfolgreich hinter einem gegangen ist? Ich glaube, das ist jedes Jahr das Gleiche. Man trainiert den ganzen Winter, das ist ja bei uns Kanuten wirklich immer ziemlich eine lange Phase ohne Vergleich zu den Gegnern. Und wenn man dann nach so einem ersten Weltcup wieder weiß, dass der Winter gut funktioniert hat, dass man gut vorbereitet ist, dann, wie du schon gesagt hast, fällt einfach ein Riesendruck erstmal ab. Schön. Ich hatte das Gefühl, ihr seid von vornherein losgepaced und wolltet klare Fakten schaffen. Stimmt das so, wie ich das gesehen habe? Ja, natürlich. Also wir wussten, was wir können. Wir wussten, dass wir ein starkes Boot sind, dass wir ein sprintstarkes Boot sind. Und genauso sind wir auch angegangen. Wir wollten ja trotzdem unser Ding machen. Das haben wir auch gemacht. Und es hat dann halt sehr gut funktioniert. Ja, Glückwunsch. Und ich freue mich auf die Saison mit euch. Dankeschön.